Hallo und herzlich willkommen im Wald. Es weihnachtet sehr, wie man an meiner alternativen Kopfbedeckung einmal im Jahr erkennen kann. Jawohl. Und ich habe gedacht, das nehme ich zum Anlass und bereite eine besondere Festtagsspezialität zu. Ne? Jo. Hab mir ein schönes Plätzchen gesucht. Es ist zwar sehr schön anzusehen, es ist leider nicht schön anzuhören, weil man wieder mal die Straße hört. Ich hoffe, ich kann das mit dem Richtmikrofon, das auf der Kamera sitzt, auf ein Minimum beschränken. Das weiß ich aber erst, wenn ich schneide. Beziehungsweise ihr wisst es sofort. Ihr seid mir also im Vorteil. Ihr wisst es quasi vor mir. ja, was gibt's denn Gutes? Also zunächst brauchen wir dafür einen Topf und einen Deckel. Und einen Topfständer und einen Spiritusbrenner, der hier in dem Säckchen ist. Das ist wieder mein Torx-Titanbrenner. Und wir brauchen einen Windschutz, weil sonst geht das ewig. Und wir brauchen, das war's schon. Eine Taschenlampe für später. Aber natürlich, weil Weihnachten ist, habe ich auch stimmungsvollere Beleuchtung dabei. Kommt dann nachher noch alles entsprechend zum Einsatz. Ansonsten hocke ich unter einem BW-Poncho. Es tröpfelt immer mal wieder ein bisschen und ich wollte halt diesmal mal ausnahmsweise kein Risiko eingehen, dass ich mich wieder ärgern muss, weil meine Kamera nass wird. Bei mir ist nicht so wichtig, aber die Kamera. Und deswegen BW-Poncho. Ich kann den auch noch etwas großzügiger abspannen, sodass ich besser drunter passe. Aber aktuell langt das eigentlich so. Der Regen kommt von hinten. Größtenteils. Ja, das ist der Stand der Dinge. Und was gibt's zu essen? Tada! Wieder eine überaus leckere Spezialität aus der Dose. Denn an Weihnachten braucht man ein richtig schönes Festtagsmenü. Und da bietet sich natürlich eine Dose entsprechend an. Ne? Nein, es ist keine Currywurst, würde sich auch anbieten. Traditionell, das muss ich euch jetzt erzählen, traditionell gehe ich bisher an Heiligabend, immer nach dem Musizieren auf dem Dorfplatz bei uns, gehe ich, also nicht ich musiziere, ich lasse musizieren und höre zu. da Stadtkapelle spielt da. Und danach gehe ich immer in den Wald. Und dann mache ich mein traditionelles Heiligabendfeuerchen und mache mir traditionell irgendeinen kleinen Imbiss. Nicht, weil ich da Hunger habe, sondern einfach, weil ich ein Feuer machen möchte. Wenn ich schon ein Feuer mache, dann will ich auch irgendwas auf mein Feuer eben entsprechend draufpacken. Und deswegen der traditionelle Heiligabend-Imbiss. Und dann gehe ich wieder heim und dann gibt es halt irgendwie, ne, den Rest. Den kennt man ja dann näher, so Bescherung und Familiengedöns und so weiter und so weiter. Also so ein Zeug halt. Ne? Oh, jetzt regnet's. Gut, dass ich vorgesorgt habe. Dann müssen wir alle ein Stückchen weiter reinrutschen. Wir alle. Also ich und ihr. Und alle sind glücklich. So, sag mal glücklich, sag mal froh. Ja, und das fällt dieses Jahr aus, weil ja dieses Jahr, das findet, wenn ihr das seht, ja schon statt. Ne? Ich ja nicht mehr so ganz darauf angewiesen bin, alleine in den Wald zu gehen. Das heißt, wir gehen zu zweit in den Wald. Und ich glaube, ich führe eine neue Tradition ein. Und zwar verstecke ich Weihnachtsgeschenke im Wald. Also so wie Ostereier suchen, nur halt im Winter und im Wald. Ne? Und die darf sie dann suchen. Sie kriegt dann Marschzahlen und Kompass. Und dann bin ich mal gespannt, ob sie findet, was versteckt worden ist. Ne? So, ja. Aber das findet jetzt gerade statt. Also wenn ihr das seht. Und deswegen kann ich ja meine traditionellen Weihnachtsimbiss quasi ja jetzt vorziehen. Und werde den jetzt gleich zubereiten. Und also es ist eine Dose, so viel wissen wir schon. Was drin ist, wird nicht verraten, bis es soweit ist. Und die werde ich dann natürlich stilvoll in weihnachtlicher Festtagsstimmung verzehren, den Inhalt. Naja, nicht die Dose selber. Jo, so viel zum einführenden Blabla. Ist natürlich bloß Blödsinn, aber ich wollte halt einfach ein kleinen erweiterten Weihnachtsgruß da lassen und nicht einfach nur fröhliche Weihnachten sagen, sondern halt eben zu diesem Zwecke extra noch schnell ein
Video mit ein bisschen Inhalt drehen. So, es folgt die super professionelle Zubereitung von Dosenfutter vom Profi. Niemand hat so viel Erfahrung im professionellen Zubereiten von Dosenfutter wie ich. Also, wenn ihr also richtig profimäßig eine Dose heiß machen wollt, dann müsst ihr erstmal Wasser in einen Topf geben. Die Amateure machen das anders. Die machen erst die Dose in den Topf und dann das Wasser. macht bestimmt einen riesigen Unterschied. Da brauchen wir hier noch ein Köcherchen. Da machen wir das Köcherchen in den Topfhalter. Jawohl. Das steht jetzt nicht so richtig gerade. Das liegt halt daran, dass wir uns im Wald befinden. Ja, besser. Besser. Ja, dann brauchen wir Spiritus. Ja, wo habe ich den? Wo ist er denn? Ah, da ist er. Es wird allmählich fast schon zu duster für den Autofokus. Ich bitte um Entschuldigung. Aber noch geht so einigermaßen. So, dann brauchen wir Streichhölzer. Ja, wo haben wir sie denn? Wo sind sie denn? Ah, da sind sie. Und dann stellt man ganz professionell den Topf da drauf und dann macht man ganz professionell das geheimnisvolle Gericht hinein, und zwar so, dass ihr nicht sehen könnt, was das ist. Hui. Wunderbar. Und macht den Deckel drauf und macht noch einen Windschutz drum. Also Windschutz ist natürlich optional, aber ich hatte ihn gerade rumfliegen, beziehungsweise rumliegen. Ich mache jetzt auch nicht zu viel Windschutz, nur so ganz grob. Ja. Damit es wenigstens ein bisschen geschützt ist. Mir ist mein Spiritusverbrauch ja relativ schnurz gerade. So, fertig! So, Dinner is ready. Da es sich ja um ein Festtagsmenü handelt, habe ich keinerlei Mühen gescheut und alles wunderbar schön auf dem gedeckten Tisch drapiert. Im Übrigen habe ich inzwischen auch die Laterne aufgehängt. Da brauchen wir allerdings noch ein bisschen mehr Pulver. Dann wirkt das gleich noch viel gemütlicher, ne?
Ja, das mit dem Aufhängen, cool für mich, schlecht für euch, weil jetzt ist das Essen weit weg von der Laterne. Eigentlich war die als Beleuchtungseinrichtung gedacht. Aber nichtsdestotrotz, hier der gedeckte Tisch. Tada! So, sieht gut aus, ne? Hier haben wir die Gabel, hier haben wir das dezente, geeignete Messer. Und gar nicht so heiß. Was gibt es denn Gutes? Es gibt Döner for One. Habe ich schon ewig lange rumliegen daheim. Hat sich nie ergeben, dass ich den jetzt wirklich mal mit rausnehme, beziehungsweise ich hatte ihn mal dabei und dann hat sich es aber nicht ergeben, ihn wirklich zuzubereiten. Ja, bleibt noch kleben, das Etikett. Ich habe spaßeshalber schon mal vorgedreht, das Vorlesen der Zutatenliste, weil ich Angst hatte, dass sich das Etikett beim Kochvorgang völlig verabschiedet. So, jetzt muss ich kurz mal vorlesen, was hier in meinem Döner for One drin ist, weil das Etikett wird sich wahrscheinlich beim Kochvorgang verabschieden. Und deswegen schneide ich dann das, was ich vorm Kochen jetzt drehe, hinterm Kochen dann quasi rein, damit ihr wisst, was da drin ist. Also, Döner for One, Zutaten, Brötchen, 35%, Weizenmehl, Wasser, Hefe, jodierte Speisesalz, Malzbackmittel, Glutenemulgator, Weizenquellmehl, Malzmehl, Weizenmehl, Enzyme, Mehlbehandlungsmittel und Ascorbinsäure. Cool, da ist Vitamin C im Mehl. Dann Rapsöl und Dönerfleisch. 27% Dönerfleisch, bestehend aus Kalb, Pute, Gewürze mit Senfmehl, Würze, Geschmacksverstärker, E621, richtig gut, die ganzen E-Nummern. E631, E600 nochmal 31, E627 und modifizierte Kartoffelstärke. Außerdem noch ein bisschen Aroma, gehärtetes Palmfett, war ja klar. Farbstoff E150A, Maltodextrin, Soße, 19% Soße, Joghurt, Magerquark, Rapsöl, Tafelessig, jodiertes Speisesalz, Schnittlauch, Petersilie und Kraut, 19%. Weißkraut, Sahne, Rapsöl, Tafelessig, jodiertes Speisesalz, Pfeffer, Branntweinessig, Salz, Gewürze, Allergene. Enthält Gluten aus Weizen, Sojaprodukte, Senf, kann Spuren von Nüssen enthalten. Nach dem Öffnen bitte nicht in der Dose aufbewahren, zum leichteren Entnahme die Dose von beiden Seiten öffnen. Das hatten wir schon mal. Nämlich, vielleicht erinnert sich einer, ich hatte auch mal einen Dosenburger in diesem kleinen Testvideo. Vor dem Verzehr einige Minuten an der Luft zur Geschmacksentfaltung ruhen lassen. Inhalt 150 Gramm, mindestens haltbar bis hier Boden. Und da steht leider nicht mehr drauf, weil es ein Aufkleber war, den ich irgendwann mal abgemacht habe. Könnte also im Grunde schon abgelaufen sein. Ich glaube aber nicht, dass sowas wirklich abläuft. Gut. Ende Einspieler. Völlig verabschiedet. Theoretisch soll man den zur leichteren Entnahme auf beiden Seiten aufmachen. Der Quatsch ist halt wieder bei der Dose, dass die Dose nur oben einen solchen Schnellverschluss hat und unten nicht. Geruchstest? Naja, riecht weniger schlimm als der Dosen-Cheeseburger. Und ja, sehr vielversprechend. Die Unterseite der Dose, die ist schon heiß. Naja, da kann ich auch noch gut anfassen. So sieht er aus. Die Oberseite zumindest. So. Lecker, nicht? Und wie kriegen wir den da jetzt raus? Ach ja, das geht ganz gut. Okay. Tada! Döner for one. Nochmal schön scharf stellen. Haben wir jetzt gesehen. Ich drehe und wende noch ein bisschen. Also duftet sehr intensiv, riecht jetzt hier im Wald, ja, überriecht er eigentlich so ziemlich alles. Moment, ich mache ihn wieder in sein stilvolles Essgefäß und wir schneiden uns mal ein Stückchen runter. Dafür haben wir ja das geeignete stilvolle Geschirr dabei, Besteck dabei. Hm.
Es ist Weihnachten, wir essen Döner mit Messer und Gabel. Ja, wie man hier sehen kann, da ist tatsächlich sowas wie Dönerfleisch drin, scheinbar. Oh, jetzt gerade nur das Kraut. Also, Bens kulinarische Meinung ist jetzt nicht repräsentativ für irgendjemand anders in der Bundesrepublik. Aber mir schmeckt's. Döner. Meines Wissens gibt es die Teile inzwischen nicht mehr käuflich zu erwerben. Meines Wissens ist das der letzte noch verfügbare Döner for one. Last Döner standing. Ja. Und guckt euch doch mal die Laterne an. Ich genieße jetzt meinen Weihnachtsdöner auf der Dose. Also wen es jetzt interessiert, so sieht das Ding dann aus, wenn man es aufklappt. Also da ist tatsächlich in irgendeiner Form irgendwelches Kraut drin. Hier oben Fleisch, auch als Fleisch zu erkennen. Moment, auf den Döner scharf stellen, nicht auf mich, jetzt. Ja? Ist erstaunlich gut heiß geworden. Hatte ich gar nicht den Eindruck, da die Dose noch relativ gut anfassbar war. Schmeckt gut. Schmeckt nicht im Entferntesten nach Döner. Aber schmeckt gut. Also einfach, ja, Brötchen mit Fleisch und Kraut. Und so ein leichter Joghurt. Joghurt-Aroma. Okay. Das war Bens großartige Weihnachtssendung. Weihnachtsspezial. Döner for one. Nächstes Jahr muss ich mir was Besseres einfallen lassen. Beziehungsweise, ich hoffe, ihr fandet es trotzdem irgendwie lustig. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Erholt euch gut. Guten Rutsch, wo immer das auch stattfindet, bei mir dieses Jahr wieder nicht im Wald, weil dieses Jahr habe ich wieder Freunde. Das war letztes Jahr eine Ausnahme, dass ich keine Freunde hatte. Ja, wie gesagt, viel Spaß, alles Gute für 2019 und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, lasst euch nicht betüxen, auch nicht nächstes Jahr. Adios.